Name ist Tatjana Trautmann und ich bin seit 2018 Projektmitarbeiterin in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek und bei der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft. Einer der Datensätze, den die Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek zur Verfügung stellt, befasst sich mit den Notizbüchern von Ferdinand Tönnies. Tönnies ist einer der Mitbegründer der Soziologie in Deutschland und sein Nachlass wird in der Landesbibliothek bewahrt. Die Notizbücher ermöglichen einen tieferen Einblick in die Entstehung seiner Werke und beleuchten zugleich auch sein privates Leben. Leider sind sie häufig nicht einfach zu lesen. Daher wurden sie in Form von Excel-Tabellen erschlossen, die zum einen die äußere Beschaffenheit erfassen und beschreiben, aber zum anderen auch einen Überblick über den Inhalt geben, inklusive bibliografischer Verweise und Referenzen auf Tönnies Werk und Biografie.